Die Fausto war ein Fischerboot, das auf See samt Besatzung verloren ging. Doch als man es fand, wollte es nicht gerettet werden, nur um dann abermals zu verschwinden. Am Ende fand man es, doch weder die Besatzung noch das Fischerboot erreichten je wieder einen Hafen. Was bleibt von diesem 14 Meter langen Kutter, sind einige Versicherungspapiere und ein Tagebuch, bei dem die letzten 28 Seiten fehlen. Dies ist die mysteriöse und unheimliche Geschichte der Fausto. El Fausto, was zu Deutsch die Faust heißt, war ein Fischerboot mit Heimathafen in Tazacorte, auf der Insel La Palma bei den Kanarischen Inseln. Mit einer Gesamtlänge von etwa 14 Metern und einer Gesamtmasse von rund 20 Tonnen war sie für ihre Kategorie eigentlich recht groß, sodass ihre Dienste nicht nur für den Fischfang in Anspruch genommen wurden, sondern sie wurde auch häufig für den Transport von Obst, Gemüse, Diesel und ähnlichen Gütern auf dem Archipel eingesetzt. Sie war ein robustes Schiff, das sich einen guten Ruf für seine Langlebigkeit erworben hatte. Sie war mit einem 43 PS Listermotor ausgestattet und hatte eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 7 Knoten, was rund 13 km/h sind. 1968 war Rafael Acosta ihr Eigner, der seit langem die Brüder Ramon und Eliberto Hernandez, 47 und 42 Jahre alt, sowie ihre Cousins Miguel und Viterbo Acosta, 43 und 41 Jahre alt, als Besatzung der Fausto angestellt hatte. Die vier Männer waren erfahrene Segler und Fischer, die seit ihrer Jugend in diesem Beruf tätig waren, und Rafael hatte großes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. 20. Juli 1968. Die Fausto verlässt Tazacorte, Julio braucht eine Mitfahrgelegenheit. In den frühen Abendstunden des besagten Tages verließ die Fausto den Hafen von Tazacorte in Richtung der Insel El Hierro, etwa 80 Kilometer südlich von La Palma. An Bord befand sich eine Ladung Sprengstoff, die später auf der Insel für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden sollte. Viterbo war an diesem Tag nicht an Bord, da in seiner Heimatstadt Tazacorte ein örtliches Fest stattfand und er sich bereit erklärt hatte, die Verantwortung für einige der dort stattfindenden Amtshandlungen zu übernehmen. Etwa 7 Stunden später kam die Fausto in Frontera an der Nordküste von El Hierro an, wo Ramon, Eliberto und Miguel die Ladung entluden. In dieser Nacht war auch ein Landsmann aus Tazacorte in Frontera. Der 27-jährige Vater von 2 Kindern hatte dank seines handwerklichen Geschicks eine Stelle als Leiter der Bewässerungswartung auf dem nahegelegenen Privatgrundstück bekommen. An diesem Tag erhielt Julio einen Anruf von seiner Frau. Ihre 2 Monate alte Tochter war schwer krank und der Arzt hatte ihr Antibiotikaspritzen verschrieben. Er hatte versucht, so schnell wie möglich das Schiff nach La Palma zu besteigen, verpasste es aber um wenige Minuten. Das nächste Schiff würde erst 2 Tage später abfahren, eine Zeit, die Julio nicht abwarten wollte, um seine kranke Tochter zu sehen. In seiner Verzweiflung wandte sich Julio an ein Boot, das am Hafen von Las Puntas angelegt war. Es war die Fausto. Er erzählte der Besatzung von seiner misslichen Lage und bat sie, ihn auf der Rückfahrt nach La Palma zu begleiten, damit er seine Frau und seine Kinder wiedersehen konnte. Julio bot ihnen an, für die Fahrt zu bezahlen. Sie lehnten das Geld ab und nahmen ihn selbstlos mit an Bord. Nachdem er etwa 10 Kilo Früchte für die 7- bis 8-stündige Fahrt geholt hatte, verließ Fausto schließlich um 2.30 Uhr am 21. Juli 1968 El Hierro in Richtung La Palma. Keiner der 4 Männer wurde jemals wieder an Land gesehen. Die frühen Morgenstunden des 21. Juli. Etwas geht schief. Die Besatzung der Fausto hatte diese Strecke schon unzählige Male unter wechselnden Wetterbedingungen zurückgelegt, ohne dass es zu nennenswerten Problemen gekommen wäre. In dieser Nacht war die See ruhig. Andere Fischer berichteten später, dass sich am frühen Morgen in der Gegend ein leichter Nebel gebildet hatte, der die Sicht beeinträchtigte und es der Fausto-Crew erschwerte, die riesigen Berge von La Palma in der Ferne zu erkennen, wenn die Sonne aufging. Diejenigen, die die Besatzung kannten, anschließend Rafael, hatten jedoch keinen Zweifel daran, dass die Männer in der Lage waren, unter diesen Bedingungen zu navigieren. Die Fausto sollte am 21. Juli gegen 10 Uhr morgens in Tazacorte eintreffen. Sie kam jedoch nie dort an. In der Hoffnung, die Familie der 4 Männer zu beruhigen, beauftragte Rafael einen anderen seiner Angestellten, von Tazacorte nach Frontera zu segeln. Mit anderen Worten, er sollte die geplante Route der Fausto in umgekehrter Richtung fahren,
in der Hoffnung, sie irgendwann anzutreffen und herauszufinden, was passiert war. Der Angestellte meldete sich schließlich über Funk aus den Gewässern nördlich von El Hierro. Man hatte die Fausto zu keinem Zeitpunkt auf der gesamten Strecke gesehen. Nicht einmal eine Spur von ihr. Bis zu diesem Zeitpunkt war Raphael davon ausgegangen, dass die Fausto lediglich einen mechanischen Defekt erlitten hatte und irgendwo auf halber Strecke trieb. In diesem Fall hätte sie gefunden werden müssen. Er vertraute seinen Männern und ihren Fähigkeiten und deshalb vermutete er, dass etwas viel Schlimmeres vor sich ging. Raphael setzte sich mit den Behörden und dem SAR-Team in Verbindung. Aus unbekannten Gründen verschwand sie irgendwann auf der 98 Kilometer langen Strecke. 22. Juli, die Suche nach der Fausto. Über Funk wurde ein Notruf an alle Schiffe gesendet, die sich in der Gegend und westlich des Archipels hätten aufhalten können. Die Fausto galt nun offiziell als auf See vermisst. Am Mittag startete ein Bomber vom Typ Casa 2111 von der Insel Gran Canaria und flog in Richtung Westen. Trotz der gründlichen Suche und der optimalen Wetterbedingungen an diesem Tag, sonnig, wolkenlos und absolut hervorragende Sicht, kehrte die Flugzeugbesatzung mit leeren Händen zur Basis zurück. Das Schiff war nicht gesichtet worden und auch die in den folgenden Tagen durchgeführten und immer umfangreicheren Suchaktionen aus der Luft und aus dem Wasser hatten nichts ergeben. Der Gedanke, dass es sich nicht mehr um ein auf See verschollenes Schiff handelte, sondern um ein gesunkenes, nahm im kollektiven Bewusstsein immer mehr Gestalt an. Auch die anderen Möglichkeiten, die in Betracht gezogen wurden, waren nicht beruhigend. Da die Besatzung nur die 10 Kilo Früchte und sehr wenig Frischwasser bei sich hatte, waren die Überlebenschancen auf dem Meer ziemlich gering. Es bestand kein Zweifel daran, dass sie nach ein paar Tagen nicht mehr nach 4 Männern, sondern nach 4 Leichen auf einem Boot suchen würden. 25. Juli. Ein Funkspruch von der Duchess. Kurz nach Mitternacht erhielt die Schifffahrtsbehörde einen vielversprechenden Funkspruch. Die Duchess, ein britisches Referenzschiff, das von Südamerika kommend auf dem Weg in die Niederlande war, hatte ein kleines Fischerboot gesichtet, das auf dem Meer zu treiben schien. Die Besatzung des Bootes benutzte offenbar eine Taschenlampe, um ihre Position zu melden. Sie meldeten eine Position von 28 Grad nördlich und 45 Grad westlich, was also etwa 190 Kilometer westlich von La Palma und damit weit entfernt von der ursprünglichen Route der Fausto war. Kurze Zeit später bestätigte das britische Schiff, dass es sich bei dem mysteriösen Schiff tatsächlich um die Fausto handelte. Ramon, Heliberto, Miguel und Julio waren am Leben. Sie waren dehydriert, hungrig, sonnenverbrannt und aufgeregt, aber sie lebten noch. Der rote Punkt auf dieser Karte zeigt die Stelle, an der die Duchess die Fausto fand. Wie man sehen kann, waren sie weit von ihrer ursprünglichen Route entfernt. Die gute Nachricht verbreitete sich schnell nicht nur auf La Palma, sondern auf dem gesamten Archipel. Es schien, als würde es nach fast 4 Tagen des Grauens und der Hoffnungslosigkeit endlich ein Happy End geben. Mit Hilfe von spanischsprachigen Besatzungsmitgliedern konnte die Duchess mit der Fausto kommunizieren. Nachdem sie ihnen Essen, Wasser und Zigaretten gegeben hatten, boten sie ihnen an, sie zurück nach La Palma zu schleppen. Und an diesem Punkt nahm die Sache für alle unerwartet eine seltsame Wendung. Die 4 Mitglieder der Fausto-Besatzung lehnten das Angebot ab, abgeschleppt zu werden. Stattdessen baten sie darum, genügend Treibstoff und Lebensmittel zu bekommen, um es selbst nach La Palma zu schaffen. Auf die Frage, was für eine Art von mechanischem Versagen oder Ausfall sie erlebt hätten, antworteten sie, dass ihr Boot in Ordnung sei und nichts Ungewöhnliches passiert wäre. Später stellten der Captain und andere Besatzungsmitglieder der Duchess fest, dass die 4 Männer zwar durch ihre Nahtoderfahrung verängstigt waren, sich aber keineswegs in einem Zustand des geistigen Zusammenbruchs befanden, wie er bei überlebenden Schiffsbrüchigen häufig vorkommt. Nichtsdestotrotz ging die Duchess auf ihre Bitte ein. Die Besatzung der Fausto erhielt genügend Treibstoff für eine 18-stündige Fahrt mit voller Kraft voraus und eine großzügige Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser für die Reise. Sie beobachteten die Fausto, als sie nach Osten zurück zum Archipel segelte. Und die Duchess funkte nach Tazacorte, dass die Fausto am 25. Juli um 19 Uhr eintreffen würde. Zurück in Tazacorte herrschte eine überwältigende Stimmung der Freude und Erleichterung. Um 18 Uhr hatte sich die ganze Stadt am Hafen versammelt und wartete auf die Rückkehr der Fausto. Die Familie der 4 Männer standen im Mittelpunkt des Geschehens und konnten es kaum erwarten, die Rückkehr ihrer Liebsten am Horizont des Meeres zu sehen. Um 19 Uhr war die Fausto noch nicht nach Tazacorte zurückgekehrt.
Jeder im Hafen ermutigte die Familienangehörigen der Besatzung nicht zu verzweifeln. Man versicherte ihnen, dass sie wahrscheinlich bald kommen würden, vielleicht in 1 oder 2 Stunden. Die Stunden vergingen, die Nacht brach herein und außer einigen Booten, die in der Hoffnung auf die Fausto hinausgefahren waren, war kein Schiff am Horizont zu sehen. Die Frauen und Kinder der Seeleute weigerten sich, ihre Ängste wieder zuzulassen und blieben auf den Docks, wo sie den größten Teil der Nacht damit verbrachten, auf ein Schiff zu warten, das niemals zurückkommen würde, bevor sie sich der harten Realität stellten. Die Fausto war wieder einmal auf See verschollen. 26. Juli. Die Suche geht weiter. Sehr früh am Morgen startete diesmal nicht ein, sondern gleich 4 Flugzeuge des Typs Casa 2111 von Gran Canaria aus. Die Befehle waren klar. Sie sollten genau den Punkt anfliegen, an dem die Duchess mit der Fausto zusammengestoßen war. Diesen Punkt als Ground Zero für die neue Suche festlegen und von dort aus in einem immer größeren Radius nach ihr suchen. Mehrere andere Schiffe, sowohl militärische als auch zivile, darunter die Castor, ein Forschungsschiff, schlossen sich der Suche an. Das spanische Festland wurde um Hilfe gebeten und schickte Grumman Hydroflugzeuge sowie 2 Douglas DC-4, die dazu beitragen sollten, ein Suchgebiet im Ozean abzudecken, das größer war als die gesamte iberische Halbinsel. Damals war die Suche nach Fausto die größte Suche nach einer vermissten Person in der Geschichte Spaniens und kostete über 1 Million, was heute etwa 2,26 Millionen US-Dollar entspricht. Dies alles geschah über einen Zeitraum von nur wenigen Tagen. Trotz des enormen Aufwands und des Engagements, das in den Fall Fausto gesteckt wurde, war die Suche vergeblich. Die Fausto war nirgendwo im Meer zu finden und nun war das Rätsel noch rätselhafter als zuvor. Am 7. August wurde die Suche schließlich abgebrochen. Die Fausto wurde nun offiziell als auf See verschollen eingestuft. 9. Oktober 1968. Die Ana Di Maio findet etwas im Meer. 2 Monate waren vergangen und nach fanden sich die Angehörigen der Besatzung der Fausto mit ihrem Verlust ihrer Lieben ab. Was auch immer mit ihnen geschehen war, es war klar, dass sie nicht mehr zurückkommen würden. Für den Rest der Gesellschaft gehörte die Fausto allmählich der Vergangenheit an und das Leben kehrte zur Normalität zurück. Währenddessen befand sich das italienische Handelsschiff Ana Di Maio mitten auf dem Atlantik auf dem Weg nach Venezuela. Es war ein dunkler, wolkenverhangener Morgen, aber ansonsten waren die Segelbedingungen gut. Alles verlief reibungslos und normal, als sie bei 23 Grad nördlich, 38 Grad westlich in der Ferne etwas vor sich entdeckten. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass es sich um ein kleines Fischerboot handelte, das für die Überfahrt über den Ozean gar nicht geeignet war. Das Boot schien zu treiben, ohne dass jemand am Steuer saß. Ihr Rufzeichen war deutlich auf dem Rumpf zu erkennen, TE21268. Ihr Name war Fausto. Dies ist die Stelle, an der die Ana Di Maio auf die Fausto traf. Die Ana Di Maio hielt neben dem kleinen Boot an. Der erste Offizier, Luciano Ascione, ging zusammen mit einem Deckmatrosen an Bord des verlassenen Schiffes. Niemand befand sich an Deck oder in der Kajüte und angesichts des guten Zustandes des Bootes sah es so aus, als sei die Besatzung einfach spurlos verschwunden. Ascione fand keine Anzeichen von Gewalt oder Beschädigung des Schiffes. Er konnte auch kein Logbuch an Bord finden, das es erklären könnte, was passiert war. Bis jetzt sah die Fausto wie ein vollkommen seetüchtiges Schiff aus, das irgendwie mitten im Atlantik gelandet war, ohne dass jemand an Bord war. Das war alles, wonach die Fausto aussah, bis er die Luke auf dem Deck öffnete, die zum Maschinenraum führte und hinunterkletterte. Dort lag ein toter Mann mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden, direkt neben dem Schiffsmotor. Er war nackt und neben ihm lag ein Transistorradio. Der Mann war offensichtlich schon vor längerer Zeit gestorben und wahrscheinlich war sein Körper aufgrund der besonderen Bedingungen im Ozean zu einem gewissen Grad auch mumifiziert. Alarmiert wies Ascione den Deckmatrosen an, zu Ana Di Maio zurückzukehren und die Funker zu veranlassen, eine Nachricht über den gespenstischen Fund zu senden. In der Zwischenzeit untersuchte er den Maschinenraum gründlich, um einen Hinweis darauf zu bekommen, was passiert sein könnte. Er fand ein kleines Notizbuch, von dem er annahm, dass es dem toten Mann gehört haben könnte. Als er es öffnete, fiel Ascione als erstes auf, dass eine ganze Reihe von Seiten entfernt worden waren. Schließlich stellte sich heraus, dass 28 Seiten des Notizbuches fehlten.
Von den verbliebenen Seiten enthielten die ersten eine Reihe von Zahlen, eine Reihe von schnellen, einfachen Berechnungen und einige Notizen auf Spanisch. Die letzte Seite mit etwas Inhalt war die Seite, die unmittelbar auf die letzte entfernte Seite folgte. Sie enthielt einen viel ausführlicheren Text, den Ascione nicht verstehen konnte, aber er konnte dennoch feststellen, dass es sich um eine Art Abschiedsgruß handelte. Ascione kehrte schließlich mit dem Notizbuch und den wenigen Dokumenten, die in der Kabine gefunden wurden, hauptsächlich Versicherungsdokumente, zur Ana Di Mayo zurück. 5 Stunden nach der Begegnung waren die spanischen Behörden und die Einwohner von La Palma bereits über den Fund informiert. Es sah so aus, als ob sie, sobald die mysteriöse Leiche zur weiteren Untersuchung nach Spanien zurückgekehrt ist, zumindest einige Antworten erhalten würden. Die Ana Di Mayo hatte mitgeteilt, dass sie die Fausto bis nach Puerto Cabello in Venezuela mitschleppen wollten. Sie versprachen auch, einen Umschlag mit einigen an Bord gefundenen Dokumenten nach Spanien zu schicken. Aus irgendeinem Grund erwähnten sie das Notizbuch erst später. 11. Oktober. Ein Telegramm von der Ana Di Mayo. Weniger als 2 Tage nach dem Wiederauftauchen der Fausto und der anschließenden Entscheidung, sie nach Venezuela zu schleppen, erhalten die spanischen Behörden ein Telegramm von der Ana Di Mayo. Die Nachricht ist so bizarr, dass sie völlig unglaubwürdig ist. Sie besagt, dass die Fausto während des Schleppens in der Nacht mit dem Bug voran gesunken ist und das Schleppseil mitgerissen hat. Sie geben die Position 19 Grad nördlich, 46 Grad westlich an. Etwa 1400 Seemeilen, also rund 2200 Kilometer südwestlich von La Palma und etwa 3000 Kilometer nordöstlich von Venezuela. Dies ist die Stelle, an der die Fausto gesunken sein soll. Der Leichnam befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fausto und konnte daher nicht geborgen werden, da er mit dem Schiff verschwand. Alles, was jetzt noch übrig war, waren die von Ascione geborgenen Dokumente. Schließlich gelangte das Notizbuch nach La Palma, wo es den Familien der Opfer gezeigt wurde. Es war schließlich Julio Garcias Frau Luz, die es als das Notizbuch ihres Mannes erkannte, in dem Julio seine persönlichen Notizen und die Zahlungen derjenigen notierte, die seine Dienste als Mechaniker auf La Palma in Anspruch genommen hatten. Auf spanischem Boden angekommen, wurde der Inhalt des Notizbuchs untersucht. Die letzten Seiten enthielten in der Tat einen Abschiedsbrief von Julio an seine junge Frau, in dem er sie anwies, wie sie mit den von ihm bezahlten Versicherungen verfahren sollte und wie sie seine Immobilien verkaufen sollte, damit sie nach seinem Tod nicht ohne Geld dastehen würde. Der Text endete wie folgt: Erzähle unserem Sohn niemals, was passiert ist. Du weißt, dass Gott dieses Schicksal für mich gewollt hat. Ich liebe dich. Am unteren Rand der Seite stand Julios Adresse und Luz bestätigte, dass dies die Handschrift ihres Mannes war. Im Jahr 2013 lebte Luz noch und bewahrte die letzte Seite von Julios Notizbuch auf. Sie hat nie wieder geheiratet. Der auffälligste Aspekt dieser Notiz, neben der Tatsache, dass Julio sich seines bevorstehenden Todes bewusst war, war, dass sie abrupt und ohne jeglichen Kontext begann. Dies und die fehlenden Seiten veranlassten die Ermittler zu der Annahme, dass Julio aus irgendeinem Grund auf den fehlenden Seiten die Reihe von Ereignissen dokumentiert hatte, die zu Faustos mysteriösem Schicksal führten. Natürlich wurden und werden eine Menge Fragen aufgeworfen. Was wurde auf diesen 28 Seiten geschrieben? Wer hat diese Seiten entfernt und warum? Was geschah mit dem Rest der Besatzung der Fausto? Warum haben sie sich geweigert, von der Duchess nach La Palma zurückgeschleppt zu werden? Warum sagten sie, dass nichts Ungewöhnliches passiert sei, als sie zum ersten Mal gefunden wurden? Warum haben sie keine Erklärung für die Geschehnisse während ihres ersten Verschwindens abgegeben? Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es zwar mehrere Hypothesen gibt, was passiert sein könnte, aber keine davon ist sehr konkret. Stattdessen haben sich Behörden, Ermittler und Detektive im Laufe der Jahre darauf konzentriert, jene Theorien zu entlarven, die unwahrscheinlich und in einigen Fällen sogar absurd waren. Zum Beispiel, sie versuchten auf der Suche nach einem besseren Leben nach Venezuela zu gelangen. Möglich, aber extrem unwahrscheinlich. Es stimmt zwar, dass die Nachkriegszeit und die frühen Phasen des frankistischen Regimes Millionen von Spaniern zu einem Leben in unterdrückender Armut verurteilt hatte, was viele Kanaren dazu zwang, die Überquerung des Ozeans in kleinen Booten zu wagen, in der Hoffnung, Venezuela, damals ein aufstrebendes Land, zu erreichen, wie es ihre Großeltern einst taten. Dieses Phänomen trat jedoch hauptsächlich in den 1940er Jahren auf, als die Hungersnot am schlimmsten war. Bis 1968 hat die spanische Wirtschaft stark zugelegt, auch dank des Tourismusbooms in den 1960er Jahren.
Zu diesem Zeitpunkt war die Lage nicht mehr so schlimm, dass die Menschen ihr Leben für eine bessere Zukunft auf dem Meer riskierten. Außerdem hatte sich das Regime zu dieser Zeit stark aufgeweicht und Spanien wurde im Gegensatz zur rigiden konservativen Politik der vorangegangenen Jahrzehnte allmählich zu einer progressiven Gesellschaft. Außerdem wäre keiner der vier Männer auf die Idee gekommen, den Atlantik mit nur 10 Kilogramm Obst und ein paar Litern Frischwasser zu überqueren. Sie hätten etwa einen Monat gebraucht, um Venezuela zu erreichen und eine Menge Treibstoff. Selbst mit den von der Duchess bereitgestellten Vorräten hätten sie gewusst, dass dies ein selbstmörderisches Unterfangen gewesen wäre. Eine andere Theorie ist, dass sie Zeuge von etwas wurden, das sie auf dem Meer gar nicht sehen sollten. Äußerst unwahrscheinlich, da sich dieses Mysterium in der intensivsten Phase des Kalten Krieges ereignete, haben viele Menschen die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die vier Männer zufällig mitten in einen U-Boot-Angriff zwischen den USA und der UdSSR geraten sein könnten. Man darf nicht vergessen, dass nur wenige Monate zuvor die USS Scorpion in relativ geringer Entfernung vom Ort des Verschwindens der Fausto gesunken war und viele dachten und denken noch immer, dass die Ursache des Untergangs ein sowjetischer U-Boot-Angriff war. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Behauptung ist heute klar, dass in den 60er Jahren unzählige amerikanische und sowjetische Atom-U-Boote den Nordatlantik heimlich durchkreuzten. Nichts in der Reihe der Fausto-Ereignisse deutet jedoch in diese Richtung. Sie hätten sich nach ihrer Rettung durch die Duchess selbst aus der Situation befreien können und die Anna Di Maio meldete keine nennenswerten Schäden an dem Schiff, als es gefunden wurde. Auch eine interessante Theorie ist, dass sie mit Waffen, Drogen oder anderen illegalen Gütern handelten und versuchten, sich den Behörden zu entziehen. Und so gingen sie schließlich auf hoher See verloren. Auch dies ist unwahrscheinlich. Obwohl sie ein bescheidenes Leben als Arbeiter führten, befand sich keiner der vier Männer oder ihre Familien in einer verzweifelten finanziellen Lage. Keiner von ihnen hatte hohe Schulden und sie waren nicht vorbestraft. Sie hatten keinen Grund, sich oder ihre Familien für zusätzliches Geld dem Risiko von Gewalt oder Gefängnis auszusetzen. Zumal auch nach der investigativen Arbeit der Polizei nichts zutage kam, was hätte darauf schließen lassen können, wie zum Beispiel teure neue Gegenstände oder Möbel, die man sich gekauft hätte von dem Geld. Eine der absurdesten: Das Boot wurde von einem flüchtigen Nazi entführt, der sich auf El Hierro versteckt hatte und nach Südamerika fliehen musste, nachdem er von Wiesenthals Bemühungen, ehemalige SS-Funktionäre zur Strecke zu bringen, erfahren hatte. Dies wäre zwar eine Möglichkeit, aber ich würde sie einfach ins Land der urbanen Legenden schieben, die zu dieser Zeit auf dem Archipel kursierten. Abgesehen davon, wie seltsam spezifisch sie ist, brauche ich wohl nicht zu erklären, warum sie als absurdeste aller Theorien gilt. Die am meisten akzeptierten Hypothesen über das Verschwinden der Fausto besagen, dass sie wahrscheinlich einer Kette von kleinen, aber aufeinanderfolgenden Rückschlägen ausgesetzt war, die zu ihrem fatalen Schicksal führte. Durch die zunehmende Verschlechterung der Situation wurden die vier Männer langsam irrational und verängstigt und dieser aufgewühlte Geisteszustand führte zu weiteren Fehlern und falschen Entscheidungen. Um welche Art von Rückschlägen oder Problemen es sich dabei handelte, hat jedoch niemand überzeugend darlegen können. So vage dies auch ist, angesichts der fehlenden Spuren und der bizarren Abfolge der Ereignisse, ist es verständlich, dass in 50 Jahren niemand eine solide Theorie aufstellen konnte. So bleibt dieses Rätsel ein ungelöstes Mysterium bis ins Jahr 2023.